Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder in einem Lost Place, in einer alten Gaststätte hier im Herzen des Ruhrgebiets und wollen uns einfach mal gemeinsam angucken, was wir hier so Tolles vorgefunden haben. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird echt spannend. So. Ja, ich denke mal, das wird hier so ein Barbereich gewesen sein. Wie lange das ganze Ding jetzt schon verlassen ist, kann ich euch gar nicht sagen. Wir haben aber auf jeden Fall schon Unterlagen gefunden, woraus schließen lässt, dass das Gebäude seit rund 10 Jahren nicht mehr unbedingt in Betrieb ist. So, hier haben wir zu meinem Erstaunen eine alte Kegelbahn. Und Leute, das riecht echt muffig hier. Der ganze Schrank ist schon verschimmelt. So. Normalerweise gehört jetzt kein Tisch hier hinten am Ende der Kegelbahn. Aber was kann man machen? So. Da seht ihr, das ist die Kegelbahnanlage. Und unten runter ist auch noch das, was alles dazugehört. So. Außer Tupperware. Tupperware? Ich glaube, da kennen wir jemanden, dem wir das mitbringen könnten. Auf jeden Fall wurde hier Bier getrunken. Ist ja bei so einer Gaststätte auch, glaube ich, normal. Ja, und dieser Teil, denke ich mal, vom Haus wird ein Werkstattbereich gewesen sein, wo der Hausherr seiner Frau dann die Schrauben festgezogen hat, wenn die Schrauben locker hatte. Wer weiß. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wer hier drin gewohnt hat. Also wie die Familie hieß, ja. Aber nicht so wirklich, was hier so genau passiert ist. Sieht ein bisschen fluchtartig aus, als ob die Familie das verlassen hat. Oder gegebenenfalls ist die Familie verstorben. Und es hat sich dann keiner drum gekümmert. So, das ist hier die alte Bar. Und da wurde schon lange kein Bier mehr ausgeschenkt. Da kommt der Begriff IT nach Hause telefonieren her. Dass man das sehen kann, wenn man näher ran. Hat 50 Pfennig gekostet. Also schon ein bisschen was her. Das ist bestimmt das Schlachterzimmer. Was die gemacht haben. Auf jeden Fall alles voll gekachelt. Aber das ist eine Nutzautoschraube. Keine Ahnung, wofür das ist. Ja. Das ist noch Klopapier von Anno Tubak. Ein sehr schönes Badezimmer. Ein richtig schönes Badezimmer. Auf jeden Fall ist das noch, das ist heute noch Indie-Farbe. Wir gehen, glaube ich, ja, das ist Küchenbereich. Ein alter Ofen. Gehen erstmal hier rein. So mega spannend ist. Ich muss zu meiner Stande gestehen, ich kenne diese Location schon. War schon einmal drin, um einfach mal zu gucken, was hier so abgeht. Aber es ist echt schon. Von außen sieht das verdammt klein aus, aber es ist riesengroß hier drin. Zumindest von den Müllbergen her.
zeigen. So wohnlich hat das hier mal ausgesehen. Von mir hat er auf jeden Fall eine Menge mit Blumen zu tun gehabt. Auf jeden Fall alles altbacken hier und eine alte interessante spannende Uhr. Aber die tickt nicht mehr richtig. Also die tickt gar nicht mehr. Ich könnte mal darüber noch was sehen. Ein ADAC-Atlas. Aber da steht kein Jahr mehr drauf, von wann der ist. Aber okay. Was auch immer total spannend ist. Solche Dias. Die seht ihr nicht in der Kamera, aber das sind noch alte Dias. Kennt die heutige Generation gar nicht mehr. Das war noch richtig cool. Ja, liegen hier CDs rum und kennt ihr das noch? Das sind noch alte Disketten, die hat man vorher in den Computer eingeschoben und hatte man 3,5 MB Speicher. Das war total toll. Ja, da ist ein Dia, das sieht man ja zum Beispiel, das ist, was ist das? Das ist ein Schiff auf dem Rhein, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, auf jeden Fall auf dem Gewässer, mit einer ganz großen Brücke drauf. Peace. So. Ja. Da waren wir drin. Ja, das ist so gut. Da können wir, glaube ich, den Dings rausmachen. Und dann kann man ja, okay. Das Thema Handschuhe lässt man wieder grüßen. Habe ich ja im Auto, so ist das ja nicht. Aber, naja. Schlafen haben. Aber ist schon ein paar Tage her. Ganz sicher. Wahrscheinlich ein Schlafzimmer. Mhm. Denke mal von den Eltern. Oder von den Großeltern. So, das nächste Badezimmer. Mhm. Ja. Oh, sind da noch Wäsche, Lotion und Shampoo? Ja, wenn du brauchst. Ne? Also, noch Rasierer. Und da wissen wir immer, wo das Geld steckt. Pures Gold. So, da war jetzt Fernseher, hast du so gesagt? Okay. Und der Zugang zum Wintergarten. Und dann Teppich auch? Nee. Und dann Teppich nicht. Wollen die, glaube ich, gar nicht sehen. Ja, wenn sie schauen wollen, auch unter dem Teppich gucken. So, das ist noch eine alte Super 8 Kamera. Also hat mit dem Thema, wo ich jetzt gerade filme, überhaupt nichts mit zu tun. Also schon wesentlich älter. Könnt ihr mal sehen, wie alt die Klamotten sind. Das ist ein alter Scanner. Und hier wird auch nochmal so eine Schlafstätte gewesen sein. Zahnbürste und Zahnpasta. Da habe ich fürs Wochenende noch mitgebracht. Wir sind Seife. Aber man hat nur versucht, ja zu streichen.
jeden Fall, jeder Raum hat ja irgendwie eine unterschiedliche Höhe. Ich weiß nicht, ich kann absolut nicht einschätzen, wenn die Böden hier tragen. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht da unten. Was ist denn dahinter? Ein Pinöpel. So. Da ist ein schönes Badezimmer. Bisschen sauber machen, dann geht das. Auf jeden Fall kommt die Decke da runter. Da oben können die nicht drüber laufen. Da geht sie mir nach oben. Das machen wir jetzt mal ausnahmsweise nicht. Eine Querbalken, die da runterkommt. Wir haben jetzt kurz nach 12. Ja. Aber. Wirklichkeit 16:09. Ja. Passt doch nicht. Hier ist auch die Zeit stehen geblieben. Die waren mitten im Wald geparkt, aber geht ja gar nicht. Mitten in der Location. Das ist auf jeden Fall die Rückseite von dem Objekt, aber da ist auch kein Reinkommen. Das ist auch nur Gras. Ja, und das war es auch schon von diesem kleinen, aber feinen Lost Place. In dieser alten, verlassenen Gaststätte hier mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr wieder nächstes Mal dabei seid. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos auf keinen Fall verpasst. So, daraufhin, bis demnächst und auf Wiedersehen. Ciao.